nicht mit ihr reden. Han Solo. Hey, Mars. Ich hinterlasse keine Spuren, hast du gesagt. Und jetzt sind Schiffe über meinem See. Ich kann es erklären. Nicht erklären, bring's einfach in Ordnung. Dich trifft keine Schuld, Chewbacca. Und willkommen bei Leuten und Spielt. General, wir konzentrieren den Beschuss auf den Kreuzer. Alles klar? Gut, bringen wir ihn auf den Boden des Sees. Oh, das wird Mars gar nicht gefallen. Das war die Kanone. Inferno-Trupp, Information. Feindlicher Sternenjäger nimmt Kurs auf General Solo. Ziehen! Photon-Torpedos bereit! Übertrieben, aber effektiv. Okay. Kreuzer wie diesen sieht man nicht mehr häufig. Nicht nach dem Überfall auf die Werft vor einem Jahr jedenfalls. So. Was habe ich jetzt mit ihm? Ich sollte vielleicht nicht in den Kreuzer reinfliegen. Dann nochmal versuchen. Da sehen wir jetzt Nachbrenner. Naja, Überhitzung und Raketen. Mir egal, ob Mars uns anfunkt. Ich will jetzt nicht mit ihr. Dann versuchen wir es nochmal. Han Solo. Hey, Mars. Ich hinterlasse keine Spuren, hast du gesagt. Und jetzt sind Schiffe über meinem See. Ich kann es erklären. Nicht erklären, bring's einfach in Ordnung. Dich trifft keine Schuld, Chewbacca. General, wir konzentrieren den Beschuss auf den Kreuzer. Alles klar? Gut. Oh, schon wieder reingeflogen. Und nochmal versuchen. Mir egal, ob Mars uns anfunkt. Ich will jetzt nicht mit ihr reden. Han Solo. Hey, Mars. Ich hinterlasse keine Spuren, hast du gesagt. Und jetzt sind Schiffe über meinem See. Ich kann es erklären. Nicht erklären, bring's einfach in Ordnung. Dich trifft keine Schuld, Chewbacca. So. General, wir konzentrieren den Beschuss auf den Kreuzer. Alles klar? Gut, bringen wir ihn auf den Boden des Sees. So, das wird Mars gar nicht gefallen. Was ist das denn hier? Könnte ich vielleicht erst den Teilfighter alle ausschalten? Inferno-Trupp, Information! Feindlicher Sternenjäger nimmt Kurs auf General Solo. Geschehen! Photon-Torpedos bereit! Übertrieben, aber effektiv. Und wieder abdrehen. Die Kanone noch. Kreuzer wie diesen sieht man nicht mehr häufig. Nicht nach dem Überfall auf die Werft vor einem Jahr jedenfalls. Okay. Zurück ins Missionsgebiet, gerne. Dieser YT-1300-Frachter ist toll, aber sein Überantrieb hat 1,22 mal häufiger eine Fehlfunktion als das Modell 2400. Hui, darf ihn aus meinem Cockpit. Nein, halt, bin schon stehen. Okay. Habe ich irgendwie eine Chance, das zu schaffen? Weil es sieht irgendwie so aus, als würde ich nicht viel Schaden machen. Bitte abschießen! Ja! Ich sehe ihn! Feuer! Alles klar! Danke, Alden! Na, jetzt habe ich doch nicht was. Das war noch ein Teil.
wegfliegen und nochmal neu anfliegen und nochmal mit Raketen versuchen. Ja, wieder zurück ins Missionsgebiet. Ich komme ja schon. Jawohl, das war er. Sind noch welche da? Da sind noch TIE Fighter. Da ist noch einer. Ja, da ist der Sturm hier dabei. Beiden? So wird's gemacht. Ah, so wird's sind gemacht. Nur noch drei. Und der nächste Teil wurde erledigt. Guter Schuss. General Solo, ich habe wieder einen, der zu Ihrer Position fliegt. Ich schalte ihn aus. Und der nächste Teil wurde erledigt. Guter Schuss. General Solo, ich habe wieder einen, der zu Ihrer Position fliegt. Ich schalte ihn aus. Schiff. Einer noch. Ja, das war's. Eigentlich war das jetzt das letzte Solo. Ich sagte doch, ich mache das. Haut jetzt endlich ab. Haut einfach ab. Ja, wir hauen ab. Gute Arbeit, General. Jetzt geht's zurück zur Flotte. Genau genommen habe ich was anderes vor. Chewie sendet die Koordinaten. Roger, wir sehen uns dort. Gut. Und... Aber du musst zurückkommen. Keine Sorge. So leicht hörst du uns nicht los. Sie gehört Ihnen, Commander. Was immer Sie mit dem Druiden gemacht haben, Dallas, ist eindeutig falsch. Hey, Kumpel, er ist repariert. Ist nicht meine Schuld, wenn er Sie jetzt mag. Inferno-Trupp. Schriff, ich habe Sie nicht gesehen, seit Lando Sie hierfür bestimmt hat. Wie geht's Ihnen? Wunderbar, Senatorin. Was beschäftigt Sie, Commander? Haldoras Infos zufolge leitet mein Vater einige Operationen auf Bespin und Sallust. Erlaubt ihr, dass ich ihn suche und festnehme? Sie unterstehen mir nicht ein. Das Flottenkommando missbilligt. Vielleicht eine derart persönliche Mission. Ah, aber ein imperialer Admiral sollte doch keinesfalls den Feind stärken, habe ich nicht recht? Es wäre von Vorteil, wenn Sie ihn herbringen, Commander. Mhm. Ja, Ma'am. Und möge die Macht mit Ihnen sein. Bespin oder so, was Bespin? Wir haben in der ganzen Stadt Duschandörfer. Hart wird im Turm des Aufsehers auf der Zündungsstation sein. Dann bleiben wir wohl besser in den Wolken. Und hier schauen wir das nächste Mal weiter. Haldoras Infos zufolge